Sag mal, Pablo, in letzter Zeit machst du ja eigentlich nur noch solche Special-Sachen, so die kein Mensch zu Hause nachkochen kann. Kannst du nicht jetzt ausnahmsweise heute mal was ganz Normales machen? Ja, hast ja recht. Komm, heute machen wir Schnitzel. Weißt du was? Wir machen die weltbesten Schnitzel. Die weltbesten? Normal, klar. Findest du nicht, dass du eine große Schnauze hast? Nee, ich habe keine große Schnauze. Aber das Krokodil, der hat eine große Schnauze. Was denn für ein Krokodil? Ja, was die mit den Schnitzel heute machen? Ja, dann aufs Krokodil. Kartoffelknödel. Dafür müssen wir sie erstmal schälen. Schneiden wir uns die Enden hier ab. Halbieren uns eine. Legen uns die zur Seite. In einen Topf mit Wasser. Ganz wichtig, kaltes Wasser, denn Kartoffeln haben Stärke und wenn die in heißes Wasser kommen, dann verschließt sich die Stärke wie ein Mantel und die brauchen ewig, bis sie fertig sind. Wir warten jetzt, bis die Süßkartoffeln fertig sind, oder? Ganz genau. Wie lange dauert das? Also die brauchen jetzt bestimmt so 20 bis 30 Minuten, bis sie fertig sind, bis die gar sind und dann können wir auch die Knödel weitermachen. Ich habe gesehen, inzwischen haben wir ordentlich an Abonnenten gewonnen. Ja. Ich würde sagen, wenn die Folge hier rauskommt, dann haben wir wahrscheinlich schon die 1000 geknackt, wenn es so weitergeht. Also wenn die Folge rauskommt, ist meine Voraussage, haben wir 1100 Abonnenten, also mindestens. Ist auf jeden Fall gut zu sehen, dass es ankommt, was wir hier machen. Mhm. Ne? Wir haben schon richtige Hardcore-Fans. Das sind die Leute, die jeden Freitag warten bis 16 Uhr und dann zum Beispiel jetzt und dann kommt die Folge. Das sind diese Leute. Mhm. Und das sind halt die treuesten und wichtigen Fans. Klar, alle sind wichtig, normal. Die diesen Aufstieg miterleben, so, das sind die heftigsten. Ja. Und wenn ihr mir hier Vorschläge habt, was ich hier zum Beispiel machen kann oder soll, schreibt es in die Kommentare, ich lese mir gerne durch. Wenn ihr gute Vorschläge habt, krasse Vorschläge, außergewöhnliche Vorschläge, das ist das Wichtigste überhaupt, außergewöhnlich muss es sein. Wie zum Beispiel nächste Woche wird auch Hammer, kann ich natürlich nicht sagen, ist ja klar. Aber wenn ihr wissen wollt, was nächste Woche eine Folge ist, dann müsst ihr auf Instagram abonnieren. Denn da laden wir ab und zu Fotos vom Drehtag hoch oder irgendwelche Stories oder sowas. Ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Einer hat auch geschrieben, dass er mehr von solchen teuren Special-Sachen... Ja, hör mal, alles, was ich mache, ist teuer. Also ich glaube, das billigste Stück Fleisch, was ich bis jetzt hier verarbeitet habe, kostete, glaube ich, irgendwie 200 Gramm 50 Euro oder so. Ich mache schon qualitativ gute Sachen. Demnächst kommen noch viel bessere Sachen, krassere Sachen. Das ist einfach unglaublich. Ich mache das auch natürlich nicht nur für mich, nicht nur, weil ich immer gut essen kann, sondern für die Leute da draußen, die auch gar nicht daran denken, dass sowas überhaupt existiert. Nicht irgendwie 0815 Schnitzel mit Kartoffelsalat. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, zum Beispiel irgendwelche Kochfragen oder irgendwelche Grillfragen oder egal was, irgendwelche Beziehungstipps oder so oder irgendwelche, wie kann ich Drogen von USA nach Australien schmuggeln, so, könnt ihr gerne alles in die Kommentare schreiben oder auf Instagram fragen. Ja, und ich würde einfach am besten sagen, guck mal, was die Kartoffeln jetzt sagen, oder? Eigentlich brauche ich den Alkohol gar nicht mehr. Ne? Ne, geht auch ohne mittlerweile. Aber den Rest kippen wir heute auf jeden Fall nicht weg, ne? Ja. Auf jeden Fall nicht. Der wird getrunken jetzt. Dann gucken, ob die Kartoffeln fertig sind. Einmal mit dem Messer reinstechen. Oh ja, definitiv. Kann man das Wasser hier auskippen. Legen wir uns die hier in die Schüssel rein. Zermanschen uns die. Jetzt können wir uns die andere Kartoffel nehmen, schälen. So, und die reiben wir uns jetzt hier rein. Hier haben wir jetzt unsere fertige, beziehungsweise noch nicht fertige, aber
vorbereitende Masse. Die würzen wir uns jetzt mit ein bisschen Salz. Da tun wir 2 Eier rein. Dann haben wir hier ein bisschen Polenta Maisgrieß. Da tun wir so ungefähr, ja. Das waren so circa 100 Gramm waren das jetzt. Dann haben wir hier ein bisschen Speisestärke. Davon nehmen wir uns, ja, ich sag mal, gute 70 bis 80 Gramm. Und vermengen alles zusammen. Und wenn die Masse, wie jetzt hier bei mir zum Beispiel, viel zu schlotzig noch ist, dann einfach noch ein bisschen von dem Maisgrieß hinzufügen. Dann kommen wir auf 150 Gramm. So, das lassen wir jetzt ein bisschen ruhen. Dann können wir uns jetzt zu einem Schnitzel wenden. Wir haben hier feinstes Krokodilfleisch. Und falls ihr mir aber nicht glaubt, ich habe hier das Etikett. Da steht Crocktail, das ist der Schwanz von dem Krokodil. Und daraus machen wir Schnitzel. Und dann nehmen wir uns einfach jetzt so ein Stück. Und wie man hier sieht, haben wir viel überflüssiges Fleisch. Das können wir uns auf jeden Fall abschneiden. Dann schneiden wir uns, ja, ich würde sagen, nur die Hälfte ab. Bei dem anderen genauso. Und dann können wir jetzt die Schnitzel klopfen. Und wie machen wir das am besten? Mit einem Hammer. Haben wir einen Hammer da? Ja, sogar 2. Links und rechts. Und natürlich, was auch nicht fehlen darf, weil Krokodilfleisch ein sehr zähes Fleisch ist, nutzen wir das hier und machen die Struktur kaputt. Manche werden jetzt fragen, warum hast du nicht denn direkt mit dem Teil das gemacht? Da gibt es nur eine Antwort für, weil es uns keinen Spaß macht. So, und das hier, das können wir jetzt nicht verwenden für unsere Schnitzel, aber keine Sorge, wir schmeißen nichts weg. Das kriegen jetzt die Kinder von der Ilsa zu essen, damit wir die nächstes Jahr auch zubereiten können. Dann haben wir hier Mehl, Eier und Paniermehl. Die Eier erstmal schlagen. So, jetzt würzen wir uns unser Schnappi mit ein bisschen Salz. Und was auch nicht fehlen darf, ist eine Prise Pfeffer. Und natürlich von beiden Seiten. Und jetzt panieren. Ich würde sagen, den machen wir direkt an, damit der schon mal kochen kann, während wir hier jetzt unsere Schnitzel braten. Vorher müssen wir natürlich erstmal unsere Pfanne, die wir hier haben, auf den Grill legen, damit die auch die Temperatur erreicht. Da kommt das Öl rein, dann die Schnitzel, gleich werden die Klöße gemacht. Wunderbar. Warum wartet man eigentlich immer erst, dass die Pfanne heiß wird, bevor man das Öl reinmacht? Warum kann man nicht erst das Öl reinmachen? Die Beschichtung von der Pfanne will komplett kaputt gehen dadurch. Und deswegen macht man das erst rein, wenn die Pfanne richtig heiß ist. Weil dann ist das Öl, wenn du das Öl reintust, auch direkt heiß. Und wenn du das vorher reintust, wenn noch kalt ist, geht die ganze Beschichtung von der Pfanne kaputt. Und das wollen wir natürlich nicht, weil wir wollen die Pfanne auch so lange wie möglich verwenden. Und dementsprechend immer erst, wenn die Pfanne heiß ist, so wie jetzt in meinem Fall, tun wir ein bisschen Öl dazu. Und da wir Schnitzel machen, noch richtig schön viel Fett. Das Schnitzel muss in Fett baden. In der Zwischenzeit, wenn die Schnitzel am Braten sind, können wir uns
auf unsere Knödel konzentrieren, das Wasser zum Kochen bringen und uns unsere Klöße formen. Die schmeißen wir uns hier ins Wasser rein, das Schnitzel wenden und zum nächsten Knödel. Mal gucken. Und weiter geht's. Ich wollte gerade sagen, man kann die Zeit sinnvoll nutzen, aber ich sehe gerade, ich habe nichts zum sinnvoll nutzen. Das ist auf jeden Fall eine sehr schlechte Vorbereitung meiner Mitarbeiter. Weiter geht's. So. Unsere Klöße sind auch soweit fertig. Und da hast du dein klassisches Essen, Schnitzel mit Knödel. Da wollen wir direkt mal so ein Krokodilschnitzel probieren. Guckt euch diese Struktur des Krokodilfleisches an. Einfach unglaublich. Und? Ich bin der Meinung, dass das Krokodil auf jeden Fall das Schwein ersetzen kann, was das Thema Schnitzel angeht. Denn das heißt so Hammer. Mal probier selbst. Danke. Richtig gut. Richtig gut. Mhm. Richtig zart. Manche total. Manche sagen ja, Krokodilfleisch wäre sehr zäh. Ne? Kann ich gar nicht nachvollziehen. Du? Also bei dem Schnitzel kein bisschen. Das zerfällt im Mund. Wie Butter. Ah. Hier, das zerfällt komplett. Mmh. Jetzt zu den Knödeln. Boah, diese Kombination ist unglaublich. Hammer. Zu geil. Probier mal ein Stück Knödel. Mhm. Sehr gut. Natürlich. Was hast du denn erwartet? Krokodilschnitzel, Süßkartoffelknödel, Hammer. Kann man gern zu Hause. Würde ich vielleicht nächste Woche auch, wenn ich Besuch erwarte, auch mal machen. Mhm. Nicht immer Kaviar und Lachs oder Hummer. Ja. Auch mal Krokodilschnitzel. Mhm. Ist auch was Schönes. Apropos Hummer. Wolltest du nicht mal Hummer machen? Pass auf. Ich habe etwas vor. Das ist in meinem Kopf drin. Das hat was mit Hummer zu tun. Aber dieses Projekt wird noch nicht angegriffen. Aber seid gespannt. Da kommt noch sehr viel auf euch zu. Und ich gönne mir auf jeden Fall jetzt erstmal diesen Krokodil Dundee hier. In der Zeit, in der ich hier esse, Instagram abonnieren, YouTube abonnieren, was Twitter. Noch? Twitter. Haben wir noch was? Was haben wir noch? Facebook. Haben wir noch YouPorn? Ne, haben wir nicht, ne? Nee. Okay, dann nur auf diesen Seiten. Supporten, abonnieren, folgen, teilen. Und nächste Woche gibt's was richtig Geiles. Bis dahin.